Viele haben nach einer praktischen Anleitung für Meditation gefragt. Seit einer Dekade meditiere ich und ich habe von den Lehren von Vendaya gelernt. Wenn dir dieses Video hilft, bitte supporte mich durch Patreon, PayPal oder Subscribestar. Schau dir auch das Planvideo an. Alle Links in der Videobeschreibung. Verbinde dich auch auf allen sozialen Medien. Was ist Meditation? Ich denke, es kann einfach definiert werden durch Ablösung deines Geistes, meins vom Körper, indem du deine Gedanken zur Stille bringst. Meditation hat entspannende und heilende Effekte. Dein Körper und deine DNA werden komplett von deinem Mind gesteuert. Wenn du mehr darüber wissen willst, schau bitte einige Bruce Lipton Videos. Der Zweck dieses Videos ist zu lernen, wie du dein Bewusstsein dazu bekommst, deinen Körper zu verlassen und idealerweise in Verbindung mit anderen Dimensionen zu treten. Meditation ist das Tor zur Astralprojektion und zur Kommunikation mit Alien-Entitäten oder sogar Verstorbenen. Es gibt keine Garantie, dass du irgendwas davon erfährst. Mir war es erst möglich, es zu tun nach meiner ersten psychedelischen Reise. Für mich war es notwendig, sie zuerst auf Psilocybin zu treffen, um den Kontakt zu bekommen während der Meditation. Meditation klingt einfach, ist es aber nicht. Es zu lernen dauert zwischen Wochen und Jahren. In meinem Fall waren es 3 Jahre, bevor ich meinen Körper verlassen konnte. Der Prozess des Lernens besteht aus mehreren Stufen und ich beschreibe sie alle hier. Was ist also erforderlich? Als erstes, beginn damit, die Bedingungen zu schaffen, deinen Körper daran zu hindern, dein Bewusstsein als einen Teil von dir zu sehen. Und dein Körper ist wie ein Fernseher, der ein entferntes Signal empfängt. Dein Körper ist ein Gerät, das anpassbar ist, auf wie es Bewusstsein wahrnimmt. Du solltest damit beginnen, nicht irgendwelche Stimulantien in dein System einzuführen, wenn du meditieren willst. Das heißt, kein Zucker, Koffein, irgendwas, was die Insulinspitzen triggert, ebenso wie Unmengen von Früchte, Honig und so weiter. Du brauchst einen klaren Geist, also stell sicher, dass du es nicht nach der großen Mahlzeit machst. Idealerweise mach es auf einen quasi leeren Magen. Stell einfach sicher, dass du nicht hungrig bist. Die Tageszeit ist wichtig. Idealerweise mach es in der ersten Hälfte deines Tages. Meditation am Ende des Tages ist der beste Weg, um einzuschlafen, und das ist nicht, was du willst. Es wird Momente geben, wo es dir nicht möglich ist, es zu tun. Das ist normal. Dein Körper hat eine eigene biologische Uhr mit variierenden Hormonleveln. Stell sicher, dass du nicht gestresst bist. Als nächstes kümmere dich um dein Setting. Finde einen ruhigen Ort. Idealerweise, wo es keine Hintergrundgeräusche gibt. Komplette Stille. Schalt dein Handy aus. Stell sicher, dass du mindestens eine halbe Stunde hast. Geh in eine komfortable Position. Leg dich hin oder sitz in einem bequemen Stuhl. Was auch immer für dich funktioniert. Hör auf deinen Körper. Er wird dir mitteilen, wie du dich positionieren sollst. Es gibt was über die Art, wie dein Körper positioniert ist, was deine spirituellen Fähigkeiten erweitert. Aber ich verstehe davon nichts. Alles, was ich weiß, ist, dass mein Körper mir immer mitteilt, was ich mit meinen Armen und Beinen tun soll. Und sie müssen auf einer flachen, komfortablen Oberfläche sein und einander nicht berühren. Meditation beginnt, indem man lernt, wie man seine Atmung kontrolliert. Das ist der einfache Teil. Leg dich hin, geh in eine bequeme Haltung und schließ deine Augen. Beginne, indem du tiefe, langsame, regelmäßige Atemzüge nimmst. Das ist, wo es interessant wird. Beobachte, wie dein Körper entspannt, wie dein Mind runterfährt und wie deine biologischen Prozesse sich verändern. Lerne, ruhig zu liegen und atme auf diese Weise für 30 Minuten, indem du deinem Körper erlaubst, sich an die neue Wahrnehmung zu gewöhnen. Lass deine Gedanken fließen, frei, und denk über, was du willst. Stelle einfach sicher, dass es nicht gestresst ist und dass es nicht deinen entspannten Zustand beeinflusst. Wiederhol das viele Male täglich, für so viele Tage, wie du brauchst. Diese Stufe allein kann unglaubliche positive Effekte auf deine Gesundheit haben. Tatsächlich, wenn du jemals deinen Körper entspannen willst, kannst du diese Atemtechnik überall machen. Stufe 2 ist zu lernen, wie du deine Gedanken auf eine Sache fokussierst. Das ist, wo schwer wird. Während du atmest, zähle langsam von 1 aufwärts. Das ideale Tempo wäre, indem du Sekunden zählst. Zum Beispiel 5 für Einatmen und 5 für Ausatmen. Es kann mehr sein, je nachdem,
Achte auf Gleichmäßigkeit. Das ist der Zweck dieses Levels. Ich bin nicht sicher, ob die Wissenschaftler über das Bescheid wissen oder irgendjemand erforscht hat, doch hier ist, was ich rausgefunden habe. Unser Gehirn hat nur eine Gedankenverarbeitungslinie. Das heißt, du kannst nur über eine Sache auf einmal denken. Das ist, wie du es testen kannst. Denk an Musik. Denk an ein Lied, was du magst, und spiel es in deinem Kopf ab. Jetzt beobachte, was passiert. Wenn du zurückspulst, hörst du die Melodie, die Stimme, die Trommel? Welche ist es? Denn am Anfang magst du denken, es ist alles zusammen, aber wenn du dich konzentrierst, wirst du sehen, dass es nur eine ist und du kannst nicht alles gemeinsam wiedergeben. Das ist der Beweis, dass du dich nur auf einen Gedanken konzentrieren kannst. Und es ist wichtig, weil der Zweck davon ist, dass du deinen Geist frei davon bekommst, auf irgendwas anderes zu achten, außer deine Atmung und das Zählen. Wiederhole das also mehrmals während des Tages, für so viele Tage, wie du brauchst, Wochen oder Monate. Sobald du es meisterst, kannst du zur dritten Stufe fortschreiten. Hier beginnst du, deinem Körper die Steuerung der Atmung zu überlassen und du konzentrierst dich auf einen singulären Gedanken, Bild oder Konzept. Das ist das schwierigste Level. Wähle einen freudvollen Moment oder eine wirklich schöne Szene und konzentriere dich darauf. Lass keinen anderen Gedanken in deinen Geist. Für mich war es eine sonnige spanische Küstenaussicht aus meiner Erinnerung. Sei darauf vorbereitet, diese Übung vielfach zu verfehlen. Es hat mich Monate gekostet, dieses Level zu meistern. Nur ein Bild und nichts sonst. Aber sobald du lernst, wie du es machst, kannst du zum finalen Level gehen. Sobald du an einem Gedanken festhalten kannst, während du die Kontrolle der regelmäßigen, tiefen Atmung deinem Körper überlässt, kannst du jetzt deinen Geist leeren, indem du diesen Gedanken entfernst, auf den du dich so lang konzentriert hast. Zwei Dinge können jetzt passieren. Du wirst einen leeren Geist behalten und in diesem Zustand bleiben, oder du wirst sofort beginnen zu sehen, wie Gedanken eindringen. Sollte das passieren, bekämpf sie nicht. Akzeptiere sie nur und dann stell dir vor, wie du sie wegwischst. Ein Gedanke auf einmal und der nächste, um wieder zu dem Zustand des leeren Geistes zurückzukehren. Während du das lernst, kannst du diese Möglichkeit benutzen, um zu analysieren, aus was du gemacht bist. Denn der freie Fluss von Gedanken kommt aus deinem Unterbewussten. Du kannst sie beobachten, wie sie kommen und gehen. Und du siehst einen Haufen überraschende Dinge wie Ängste, Cravings, Begierden, vergessene Erinnerungen, Wünsche und alle Arten von Dingen. Es ist ein großer Einblick in das wahre Du. Bleib auf diesem Level so lange wie nötig, bis du den Zustand erreichst, wo keine Gedanken mehr kommen. Das kann für dich sofort passieren oder es kann wiederum Wochen und Monate dauern. Werd nicht frustriert. Es ist wirklich schwierig. Versuch verschiedene Zeiten des Tages, verschiedene Settings, was auch immer hilft, um zu entspannen und diese innere Leere zu erreichen. Sobald du das Level erreichst, wo keine Gedanken in deinem Kopf auftauchen, wirst du in den wahren meditativen Zustand eintreten. Und das ist, wo die Magie beginnt. Nachdem du in einem leeren Geistzustand ungefähr eine Minute bleibst, wird sich's wirklich seltsam anfühlen. Ich muss dich warnen, es gibt einen erschreckenden Moment und der menschliche Teil deines Minds wird am Anfang Panik bekommen. Mach dir also keine Sorgen, wenn du hier plötzlich rausfällst. Das ist normal, doch sobald du den Mut hast, diese Angst zu überwinden, wirst du in eine komplett neue Welt eintreten, wo du dich in etwas befindest außerhalb dieser Realität. Während dein menschlicher Geist dein Gehirn abschaltet, werden alle Arten von Hormonen deinen Körper fluten und dein Körper wird Reparaturprozesse starten, von denen wir nur wenig wissen. Mir wurde von Maschinenelfen mitgeteilt, dass dies der Zustand ist, in welchem heilende Energie in deinen Körper eintritt. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass in dem Moment dein Geist denken wird, dass er stirbt, und er wird dich in einen lebens- und energieerhaltenden Zustand setzen. Aber wenn du dich weiterhin mental selbst suspendierst, ausschließt, wirst du erfahren, was Menschen Ego-Tod nennen oder Selbstauflösung. Und du musst vorbereitet sein auf alle Arten von Wahrnehmungen und Sensations. Für mich beginnt es damit, dass der ganze Körper kribbelnd wird. Das ist, wenn ich weiß, dass ich in einen tiefen meditativen Zustand eintrete.
Auf diesem Level musst du keinen bewussten Aufwand betreiben, um deine Gedanken oder das Atmen zu kontrollieren. Das gibt's einfach nicht mehr. Ich habe dann das Gefühl, als ob ich im Kreis drehe und beschleunigt werde, aufsteige. Nachdem ich in diesem Zustand verweile für eine unbekannte Zeit, beginne ich Farben und externe Visionen zu sehen. Das ist, wenn der Entitätenkontakt stattfindet. Je tiefer du gehst, desto freakier wird es. Und ich muss dich warnen, wenn du plötzlich aus dieser Ebene ausbrichst, kann ein Haufen seltsames Zeug passieren. Ich habe einmal Panik bekommen und meine Augen schnell aufgestanden, nur um zu realisieren, dass mein Zimmer nicht länger aus Materie gemacht ist, sondern aus sprühender weißer Energie. Das war der Matrix-Moment, wo Neo Agent Smith schlägt, aber super scary, weil es hat nicht aufgehört und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und das ist, wo meine Anleitung endet. Das ist das Tiefste, wie ich je gekommen bin und ich weiß nicht, was danach passiert. Ich benutze Meditation, um zu entspannen und in Kontakt mit Entitäten zu kommen. Aber ich weiß, dass dieser Zustand virtuell endless Potenzial für unglaubliche Zustände auf Klarheit, Remote Viewing, Fernsehen, Körperlevitation und so weiter hat. Alles von deinen supernatürlichen Fähigkeiten abhängig. Ich habe nicht viel Erfahrung in der letzten Stufe, aber sobald ich tiefer komme, werde ich es dich wissen lassen. Eine Sache noch, die ich erwähnen will. Wenn du wirklich gut in Meditation wirst, dann wird es dir möglich sein, es überall zu machen, wo du willst. Es wird egal sein, ob Geräusche oder welche Bedingungen um dich sind. Falls du fühlst, dass dieses Video hilfreich war und du genossen hast, die Alien-Messages zu hören, denk bitte drüber nach, die 434-Mission und den Plan durch Patreon, PayPal oder Subscribestar oder Bitcoin zu supporten. Alle Links in der Videobeschreibung. Danke und viel Glück!